Und deshalb war's doch ganz gut. Mit dem Posenschuss müsste es gehen. 50 Gold. Wow, what the fuck? Skelett wird verkauft werden. Okay. Hat es da eine Unterhose auf seinem Schwert? Oder ein BH? Oder whatever? Auf jeden Fall etwas Ulkiges. Eigentlich lade ich das alles nicht auf einmal hoch. Ich weiß nicht, wie viele Videos das jetzt schon sind. Auf jeden Fall sehr viele. Das Blatt auf Ergebnis ist bedeckt gegen den Boden. 65 Erfahrung, Heiltrank, Awesomeness. Pure Awesomeness. Awesome, 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 awesomeness. Awesomeness. So. Souverän sind wir durch diese Höhlen gekommen. Als ob wir nie in unserem Leben etwas anderes gemacht hätten. Zu nur 8,50 ist, gebe ich keinen Kommentar. Porzellanvase. Mochte ich schon. Porzellanvasen. Mochte ich schon immer. Ist aber Keramik. Okay. Ich habe Angst vor diesen Dieben. Hey, was willst du hier? Hier darf keiner hin, verstanden? Ach, echt? Ist hier zufällig die Diebesgilde? Woher weißt du? Ach, ist auch egal. Naja, dieses Banner gibt gar keine Auskunft darüber. Nein. Was willst du hier? Ich will lernen, wie man Schlösser knackt. Mal langsam. Keiner wird dir zeigen, wie man das macht, außer... Außer? Außer du gewinnst unser Vertrauen. Ey, und wie mache ich das? Kennst du eine Frau namens Uschi? Klar, ist eine Freundin von mir. Na, sieh mal einer an. Beklau sie. Was? Beklau sie. Die hat auch so einen goldenen Armreif. Bring ihn mir und du kannst rein und lernen. Hallo. Ich muss erst Uschi beklauen. Also erstens möchte ich nicht Uschi beklauen und zweitens hättet ihr mich wenigstens raus teleportieren können. Da. So, ich denke, jetzt gehe ich raus aus dieser mir unwürdigen Behausung. Ne? Weil ein Sam hat nichts in Höhlen zu suchen. Und sobald ich wieder das Tageslicht erblickt habe, beende ich diese Upload-Serie von Sam auf Reisen. Es waren auch wahrlich genug Videos. Und ich habe immer noch nicht diese Kiste bekommen. Es ist zum Schreien. Das ist die einzige Kiste, die ich nicht bekomme. Oh, ist alles wieder offen. Schön. Das heißt, wir können uns ja noch die Kiste holen. Oh, Sam. Yay. Und die letzte Kiste gehört auch uns. 20 Gold liegen hier drin. Ich nehme es mir mal mit. Gut, gut, gut. Das war doch ein Beutezug hier drinnen. Die geht nicht auf. Immer noch nicht. Wie komme ich eigentlich an die Kiste? Ich glaube gar nicht. Die ist einfach nur da, um mich zu ärgern. Wenn ich das... Haha! Na, schaut mal an. Ich wollte doch hier noch hin, weil ich buddeln will. Warum liegen überall Glasscherben im Wasser? Ich weiß es nicht. Obstkompott gefunden. Na, das hat sich doch richtig gelohnt. So. Ich denke, ich beende jetzt hier diesen Upload von Sam auf Reisen. Uschi war im Pub. Dort werden wir sie... Wer bist du denn? Stör mich nicht. Okay. Dort werden wir sie dann beklauen. Wir werden uns ihren Armreif langfingern. Wir werden ihn mopsen. Wir werden ihn an uns reißen. Und wenn es mit Gewalt sein muss. Aber wir wollen Schlösser knacken lernen, damit wir unsere Olle aus dem Fängen des dämonischen NPCs befreien können. Da hört die Freundschaft auf. Und bei Geld. Bei RPGs und Geld hört die Freundschaft auf. Also dann, ich danke euch, dass ihr diese doch recht merkwürdige Upload-Serie ertragen habt. Natürlich wird es nicht alles auf einmal hochgeladen, deshalb wird es euch nicht so schlimm werden. Aber ich habe das jetzt alles an einem Stück aufgenommen. Mein Schädel raucht. Aber ich habe doch ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit. Es hat mir Spaß gemacht.
Und das ist die Hauptsache. Wenn es euch Spaß macht, ist es noch besser. Aber ich hatte meinen Spaß. Und jetzt kommt der Scheißteil davon, nämlich das Rendern. Was mich jetzt schon ankotzt, wenn ich nur daran denke. Aber es muss ja auch sein, denn ohne Rendern kann ich es nun mal nicht auf YouTube stellen. Also, was muss, das muss. Und was auch muss, das seid ihr. Denn ihr müsst es anschauen und ihr müsst mir Kommentare schreiben. Denn ich befehle euch das, weil ich lese gerne Kommentare. Und wenn ihr keine Kommentare schreibt, habe ich nichts zu lesen. Und das macht mich sehr traurig. Also schreibt doch den ein oder anderen netten Kommentar unter dieses oder andere Sam auf Reisen oder sonstige Videos, die von mir geuploadet wurden. Denn nur dann kann ich sie auch lesen. Wenn ihr sie bei anderen drunter schreibt, bringt mir das nichts. Denn dann kann ich sie nicht lesen. Doch, es kommt nur auf die Leute an. Bei manchen lese ich mir die Kommentare durch, bei manchen nicht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Also hinterlasst mir doch einen hübschen Videokommentar oder einen Kanalkommentar oder auch eine PN. Mir ist es relativ wurscht. Hauptsache, ich habe was zu lesen. Denn Kommentare lesen ist einfach schön, macht Spaß. Und dann hat sich doch die Arbeit gelohnt. Sam danzt jetzt hier noch ein bisschen ab. Und ich sage adios, sayonara und bye bye. Und Dankeschön fürs Zusehen. Euer Nonsens RPG. Macht's gut.